Die Idee hat sich in über 150 Jahren natürlich immer wieder erneuert. Die Frage ist nur, wie bekommen wir hier in die Mitgliederwahlergebnisse, die nach oben zeigen. Ich danke allen und insbesondere auch dem Team um Katrin Budde und Katrin Budde selber, den vielen Kandidaten, den neuen Kandidaten, die zum ersten Mal einen Landtagswahlkampf gemacht haben. Ich danke der Landesgeschäftsstelle, die einen Kurs fahren musste, den sie selber nicht gesetzt hat und selber noch die Social-Media-Bereiche mit anbringen konnte. Ich danke vor allem auch den roten Bussen, allen die, die wirklich gezeigt haben, dass wir für uns stehen und unsere Inhalte rausbringen wollen in diesem Wahlkampf. Wir haben Fehler gemacht, Fehler in der strategischen, in der organisatorischen Aufstellung und auch in der personellen Ausstattung, wie wir das Wahlkampfteam um Katrin Budde bestückt haben. Dafür gibt es einen Antrag, ich danke dem Saalekreis für einen Diskurs und für eine Analyse. Das aufzuarbeiten werden wir tun, so wie es Magdeburg tut. So haben es auch die Kreisvorsitzenden besprochen und hier geht es jetzt darum, ebenfalls aus meiner Perspektive auch die Rolle des Landesgeschäftsführers hier ganz klar mit einzubedingen. Wir haben personelle Konsequenzen gehabt nach der Landtagswahl, die richtig waren, wenn auch etwas holprig, sodass wir heute hier zusammensitzen, dass es ein Abtrotzen der Kreisverbände gewesen. Nichtsdestotrotz hat genau dieser Prozess dazu geführt, dass wir einen neuen Geist haben, einen neuen parteiinternen Umgang. Das Prinzip der Regionalität scheint wieder da zu sein und auch ein Dankeschön von mir an Katja Pehle, die sich sehr stark eingesetzt hat, in Kürze dieses wichtige Amt, diese Funktion hier zu übernehmen. In diesem Sinne bin ich zuversichtlich, dass wir das Projekt 2021, das ist unsere Zielrichtung, auf die nächste Landtagswahl jetzt angehen müssen, in den Schritten, die uns jetzt bevorstehen. Es gibt leider auf Landesebene keine Situation, die eine Koalitionsverhandlung erzwingen kann, so wie wir es bei nationalen Situationen haben, wo es ein Gesetz gibt oder eine Regierung, einen König. Es ist klar, dass die SPD eindeutig aus der Koalition gewählt wurde. Vor diesem Hintergrund würde ich am liebsten in die Opposition gehen. Die CDU und die Linke haben numerisch den Auftrag, zumindest auch die Verantwortung des Fehlervotums in Koalitionsgesprächen zu führen. Dass die sich von vornherein dessen verweigern, sich nicht einmal die Mühe machen, Schnittmengen zu suchen, unüberbrückbare Divergenzen herausarbeiten, ist eine demokratische Schande und ist eine Schande auch der politischen Kultur für uns in diesem Bundesland. Das sage ich vor dem Hintergrund, dass die CDU in Baden-Württemberg natürlich Koalitionsgespräche führt, auch als kleiner Juniorpartner. Es ist darüber hinaus eine Schande aus meiner Perspektive, das, was Katja Pehle genannt hat, nämlich eine Minderheitenregierung von vornherein auszuschließen. Wir haben es gezeigt, das geht. Das ist eine Situation, dass hier das Dilemmata gesetzt wird, der Neuwahl. Diesen Dilemmata können wir uns nur lösen in den 6 Punkten, die hier aufgemacht wurden. Ich sehe sie als richtig an, mit diesem Punkt in die Koalitionsverhandlungen zu gehen. Und hier geht es nicht um die Formel nach neuen Köstchen, die Suche der Parteien, wie es manchmal in den Medien steht, sondern hier geht es in der Tat darum, diese Punkte, und zwar in ihrer Ausfinanzierung und in ihrer Erfüllung, ganz klar zu setzen. Ich mache meine Entscheidung für oder gegen diese Koalition bei dem nächsten Landesparteitag davon abhängig. Und ich wünsche, dass wir das, was wir im Landesparteirat besprochen haben, ebenfalls die Frage nach dem Personaltableau für den nächsten Landesparteitag damit einbeziehen. Auch wenn Webel und Haseloff sich klar gegen eine Minderheitenregierung aussprechen, sollte dieses Szenario bei uns ganz klar ins Tableau gebracht werden und in den Raum gestellt werden. Ich kenne viele aus der CDU und habe viele Gespräche geführt und dabei mitbekommen, dass viele auch aus der CDU überhaupt keine Neuwahlen wollen. Von daher wünsche ich unserem Verhandlungsteam viel Kraft, viel Erfolg und kämpfe, dass diese Punkte eingebracht werden. Ich komme zum Schluss mit der inhaltlichen Auseinandersetzung, die wir weiterhin führen werden und müssen, nämlich das Regieren der AfD, unseres Ministerpräsidenten, dass es sich rechts neben der CDU nichts an Parteien geben kann, dass die Partei der AfD keine neue NPD ist, ist nicht nur blauäugig, sondern fahrlässig. Er hat ein Vakuum der innerlichen Auseinandersetzung geschaffen, das wir füllen müssen. Und zwar in der Gesellschaft mit demokratischer Bildung, aber auch bei uns in der Landespartei. Ich gebe meine Erfahrungen, die wir dazu gesammelt haben, die wir täglich haben mit den rechtsradikalen nationalen Kämpfen in Europa, da gerne mit rein. Lasst uns gemeinsam kämpfen für einen neuen Aufbruch und alles Gute dem Verhandlungsteam aus meiner Perspektive. Herzlichen Dank.